Katerina Maleeva wird jetzt aufschlagen. Die Bulgarin liegt im ersten Satz mit 2:4 zurück. Viermal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt. Dreimal hat die Südamerikanerin gewonnen, aber beim letzten Aufeinandertreffen siegte Katerina Maleeva. Das war 1990 bei den Canadian Open. Mit 6:3 und 6:4 ging die Partie damals recht glatt zugunsten der Weltranglisten 11. aus. Der Ball im Aus, 0:15. Katerina Maleeva, in Sofia geboren, vor 22 Jahren, Profi seit 1984. An Preisgeldern hat sie in ihrer Karriere rund 3 Millionen Mark gewonnen. Die beste Platzierung der Bulgarin in der Weltrangliste. Im letzten Jahr hat sie Rang 6 eingenommen, derzeit steht sie an Position 11. Damit rangiert sie einen Platz hinter ihrer Schwester Manuela Maleeva-Fanier und die dritte Maleeva im Bunde, die jüngste, das ist Magdalena mit 16 Jahren. Die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Sie steht derzeit auf dem 38. Weltranglistenplatz. Gabriela Sabatini spielt das Masters zum 7. Mal und die 21-jährige Südamerikanerin ist ja hier in New York, Sie haben es gerade von meiner Kollegin Petra von Ooyen gehört, wahnsinnig beliebt. Sie ist hier der absolute Publikumsliebling und die Wogen der Begeisterung, die schlagen immer wieder von den Rängen auf den Center Court hinunter. Muss schon ein tolles Gefühl für Gabriela Sabatini sein, hier im Madison Square Garden zu spielen. Was für ein Schlag von Gabriela Sabatini. Da ballt sie die Faust. 15:40. Hier noch einmal diese stark überrissene Vorhand, kurz cross gespielt. Überhaupt keine Chance für die Bulgarin, an den Ball heranzukommen. Zweimal Breakchance für Sabatini. Erste Breakmöglichkeit abgewehrt von Katerina Maleeva, die zum 4. Mal bei den Virginia Slims Championships dabei ist. 1987 feierte sie Premiere, unterlag in der ersten Runde gegen Prem Shiva. Dann 1988 ebenfalls eine Niederlage im Auftaktmatch gegen Gabriela Sabatini. Und im letzten Jahr 1990 unterlag sie in der zweiten Runde Steffi Graf glatt mit 3:6 und 0:6. Der Ball etwas zu lang, damit im Aus. Spiel Gabriela Sabatini, das Break ist also perfekt, 5:2 die Führung für die Favoritin im ersten Satz. Alle Möglichkeiten natürlich jetzt für die junge Dame aus Buenos Aires, denn mit dem eigenen Aufschlagspiel kann sie den ersten Satz gewinnen. Der Madison Square Garden jetzt zur vorgerückten Stunde gut besucht. Ich schätze mal, dass 10.000 Tennisfans dieses Match gesehen haben. 15:0. Gabriela Sabatini mit einer neuen Kollektion, die sie alljährlich beim Damen-Masters präsentiert. Erster Aufschlag Netz. ...70 Matches hat Gabriela Sabatini in diesem Jahr gespielt, davon 60 gewonnen und nur 10 verloren. In einem Grand Slam Finale stand sie in diesem Jahr einmal im Juli in Wimbledon. Da unterlag sie Steffi Graf im dritten Satz in einem hochdramatischen Spiel mit 6:8. Ja.
30-0. Vor 3 Jahren, 1988, hat sie ja hier im Madison Square Garden den Titel gewonnen, im Finale Pam Shriver besiegt. Ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, beim Turnier 1988 hieß die Erstrundengegnerin von Gabriela Sabatini auch Katerina Maleeva. Sabatini siegte mühelos damals mit 6:2 und 6:1. Vielleicht ja ein gutes Omen für die Südamerikanerin. Ein seltenes Bild, die Bulgarin vorne am Netz mit einem Punktgewinn noch dazu, 30-15. Wieder ein vermeidbarer Fehler und damit 40-15, zweimal Satzball für die Aufschlägerin. Da hat sie die Seite erahnt, Gabriela Sabatini, aber der Flugball der Bulgarin dann doch zu kraftvoll. 40-30, aber immer noch ein Satzball für die Weltranglisten Dritte. Geht der erste Satz an Gabriela Sabatini mit 6:2. Hart umkämpft dann auch gleich das erste Spiel im zweiten Satz und den bis zu diesem Zeitpunkt spektakulärsten Ballwechsel sehen wir jetzt. Publikum natürlich begeistert. Gabriela Sabatini eigentlich in der Defensive. Und dann ein glänzender Passierschlag mit der Rückhand die Linie entlang. Und damit heißt es 0:15, das bessere Ende. Also einmal mehr für die Weltranglisten Dritte, die hier auch an 3 gesetzt ist. Hinter Monika Seles und Steffi Graf. Die aufschlagende Bulgarin hat das letzte Turnier in Indianapolis gespielt, im Finale gegen die Amerikanerin Audra Keller mit 7:6 und 6:2 gewonnen. Ihre Matchbilanz in diesem Jahr 36 Siege, 16 Niederlagen. Zum ersten Mal haben die beiden vor 5 Jahren gegeneinander gespielt, bei den US Open. 7-5, 6-2 damals das Resultat zugunsten von Gabriela Sabatini.
15:30. Vielleicht einmal ganz kurz die Grand Slam Turniere 1991 von Katharina Maleeva. In Australien erreichte sie etwas überraschend das Viertelfinale, verlor dort gegen Mary Jo Fernandes in 2 Sätzen. In Paris das Aus in Runde 3 gegen Elna Reinach, 2x4:6 hieß es da. In Wimbledon erreichte sie die 4. Runde, verlor dort gegen Laura Gildemeister. Und bei den US Open vor wenigen Wochen schied sie ebenfalls in der 3. Runde aus, wie in Paris, diesmal gegen Regina Rachtova aus der Tschechoslowakei. Da fehlte nicht viel, aber knapp vorbei ist auch daneben der Ball im Aus. 30 beide. Hart umkämpft dieses Spiel. Es sollte richtungsweisend für diesen 2. Satz werden. Spielball jetzt für Katharina Maleeva. Spiel Maleeva, wenn auch mit viel Mühe, aber letztendlich bringt sie ihr Aufschlagspiel durch. 1:0 geht sie im 2. Satz in Führung, danach gab es dann Break und Rebreak und beim Spielstand von 2 beide serviert erneut Katharina Maleeva. Sie haben es gesehen, es heißt 40:30, sie kann also auf 3:2 davonziehen. Gabriela Sabatini jetzt sehr kämpferisch. Wir werden die Zeitlupe sehen und mit der stark überrissenen Rückhand von Gabriela Sabatini und dem dann sehr hoch abspringenden Ball nahe der Grundlinie hatte die Bulgarin immer wieder Schwierigkeiten. Einstand. Vorteil Maleeva. Der 2. Satz jetzt wesentlich ausgeglichener. Die Bulgarin suchte auch des Öfteren die Entscheidung vorne am Netz. Das ist eigentlich nicht ihr Spiel. Aber wenn sie hier überhaupt eine Chance haben wollte gegen Gabriela Sabatini, dann musste sie einfach was riskieren. Ein Stopp-Versuch von Sabatini, gut gekontert von Maleeva. Und dann hat sie auch Glück, das gehört dazu. Und damit führt die Bulgarin aus Sofia mit 3:2 im 2. Satz. Danach brachten Gabriela Sabatini und auch Katharina Maleeva ihre Aufschlagspiele sicher durch. Die Bulgarin führt also mit 4:3 bei Aufschlag Sabatini. ...1,73 ist die Argentinierin groß. Ihr Erstwohnsitz ist in Buenos Aires, aber sie hat auch eine Residenz mittlerweile in Florida, genauer gesagt in Key Biscayne. Rund 9 Millionen Mark hat sie in 6 Profijahren an Preisgeldern kassiert. Dazu kommen dann noch etliche Millionen aus Werbeverträgen. Tolle Laufleistung von beiden Spielerinnen.
Und sofort ist das Publikum natürlich da, wenn ihre Spielerin, wenn ihr Publikumsliebling hier den entscheidenden Punkt macht. Nach diesem Smash heißt es 30-0. Dreimal Spielball zum 4-Beide. Ja, sie musste jetzt kämpfen, wurde gefordert. Sie hielt dagegen, so gut sie konnte, Katerina Maleeva. Die Nummer 11 in der Welt gegen die Nummer 3. Probleme hatte Gabriela Sabatini jetzt mit dem ersten Aufschlag, der kaum noch ins Feld kam. Der zweite sehr riskant gespielt. Spiel Sabatini und damit zieht die Masters-Siegerin von 1988 wieder gleich. Es heißt 4-Beide. Katerina Maleeva zeigte danach Nerven, verlor ihr Service und Gabriela Sabatini schlägt jetzt zum Matchgewinn auf. Sie sehen es selbst, zum ersten Mal kann sie in einem Jahr die 1-Million-Dollar-Grenze an Preisgeldern gewinnen. Eine stolze Summe, ein stolzer Jahresverdienst. Er sei ihr gegönnt. Die Entscheidung kam spät, aber sie kam. 0:15. Zum ersten Mal eine leichte Diskussion von Katerina Maleeva in Richtung Schiedsrichterin. Wieder kommt der erste Aufschlag von Gabriela Sabatini nicht. Und mit viel Risiko will sie jetzt den zweiten spielen. Das misslingt. Doppelfehler 0:30. Ein fragender Blick. Verliert ja auch sie ihr Aufschlagspiel. Dann heißt es 5-Beide. Dann ist alles wieder offen in diesem zweiten Satz. Aber sie bleibt dran. 15:30. Wieder ein Fehler mit dem ersten Aufschlag. Gut aufgerückt wieder von Katerina Maleeva vor ans Netz. 15:40. Nach diesem guten Überkopfball und damit zweimal Breakchance für Katerina Maleeva. Sieht also alles nach einem Rebreak aus. In dieser entscheidenden Phase des zweiten Satzes. Im letzten Jahr stand sie ja hier in einem denkwürdigen Finale. Gabriela Sabatini gegen Monika Seles. 5 Sätze spielten die beide fantastisch Tennis. Und da ist es passiert. Das Rebreak geschafft aus der Sicht von Maleeva. Es heißt 5-Beide im zweiten Satz. Danach gab es erneut Break und Rebreak. Gabriela Sabatini konnte auch die zweite Chance mit eigenem Aufschlag das Match zu entscheiden nicht nutzen. Der Tiebreak musste her. Es steht 4-Beide. Ein Aufschlag noch für Katerina Maleeva. Jetzt hat sie auch Glück, die Argentinierin.
Der Ball von Maleva blieb an der Netzkante hängen. 5:4 die Führung für Gabriela Sabatini. Und jetzt schlägt sie zweimal hintereinander auf. Abermals Möglichkeiten hier, den zweiten Satz und damit auch das Match zu gewinnen. Chancen für Maleva. Und die vergibt sie kläglich. Gabriela Sabatini ballt die Faust. 6:4, der erste Matchball nach 98 Minuten. Tja, über diese vergebene Chance wird sie sicherlich noch einige Zeit nachdenken, die Bulgarin. Sie hatte es durchaus auf dem Schläger hier, den zweiten Satz zu gewinnen. Und jetzt spricht alles wieder für Gabriela Sabatini. Noch einmal ein langes Grundlinienduell. Sabatini etwas aggressiver und da verschlägt Katharina Maleva. 6:2 und 7:6 gewinnt Gabriela Sabatini gegen die Bulgarin Katharina Maleva. Ein erwarteter Erfolg für die Südamerikanerin, aber im zweiten Satz, da hat sie sich doch sehr, sehr schwer getan.